Diese Sitzung wird aufgenommen. Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Heute haben wir Mitte der Woche und hier steht es geschrieben hinter mir. Auf der Uhr heute das WTI. Das ist echt eine klasse Geschichte. Ich hatte WTI gestern den ganzen Tag auf der Uhr und habe so überlegt, na, was macht das Teil am Jahreshoch? Sah so ein bisschen nach Korrekturmodus aus, aber Pustekuchen, gegen Abend zog der Markt dann an. Der Stundentrend wahnsinnig stark zur Oberseite rein. Der Markt im Öl läuft richtig gut. Die Frage ist nur, wann kommt es zur Korrektur? Muss man ja immer so ein bisschen auf der Uhr haben, das Ganze auch der Planung. Das schauen wir uns heute mal so ein bisschen an. Wir haben definitiv Potenzial zur Oberseite, auch aus fundamentaler Sicht, ganz klar. Was da hergeht, zeigt uns ein bisschen auch der Chart, wann wir wo mit Korrekturen rechnen können. Und wenn es dann irgendwann zur Korrektur kommt, dann ist die Stunde der kurzfristigen Trader da. Denn dann können wir schauen, wo sind sinnvolle Anlaufmarker, die wir für den korrektiven Modus haben. Und das schauen wir uns heute an. Wunschmärkte natürlich wie immer auch gerne rein an dieser Stelle. Und auch gestern Abend hatten wir ja das Eröffnungswebinar zu den Futures. Das heißt, jetzt legen wir hier auch direkt los. Muss jetzt noch die Anbindung machen an meine Software. Dann können wir direkt sozusagen auch die live tickenden Charts hier in den Futures miteinander besprechen. Und dahingehend hatten wir ja auch gestern ein paar neue Zuschauerinnen und Zuschauer. Die habe ich gleich auch eingeladen, hier morgens in die Sendung mit reinzukommen und da auch ein großes Hallo. Wer hier live dabei ist, neu dabei ist, gleich auf Facebook mal noch aufs Like-Knöpfchen drücken, damit die Welt sieht, was wir hier entsprechend tun. Auch auf Facebook später, da freue ich mich sehr drüber. Und die Live-Zuschauer haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, wer einen Wunschmarkt analysiert haben möchte, gerne einfach rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom, und da kann ich die Fragen entsprechend auch klären. Ich sehe schon, Facebook läuft. Herrschaften, klasse. Danke für die guten Morgengrüße und wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Ich bitte das, was hinter mir hinter mir geschrieben steht, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. So rum muss es richtig heißen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wäre gesagt und damit blicken wir auf die wenigen Tagesnachrichten für heute. Ja, das Ganze muss man einfach immer wieder auf der Uhr haben fürs Trading, aber heute so wahnsinnig viel gibt es nicht. Wir sehen aus China Daten über der Nacht. Nummer 1, die Verbraucherpreise, die steigen Stück für Stück an. Nicht ganz so stark, wie es die Analysten erwartet haben. Hier, wir kommen von 0,9%. 1,6 hatten die Analysten erwartet, 1,3 sind es dann gewesen. Aber es gibt eine Diskrepanz und zwar bei den Erzeugerpreisen. Nummer 1, die steigen erst einmal deutlich stärker an, als das auch überhaupt die Analysten erwartet hatten. Man muss sich das mal vorstellen. Hier sind die Erzeugerpreise im letzten Bericht stand da ein Plus von 6,8. Jetzt steht da ein Plus von 9%. Und das ist schon ziemlich heftig, was das Thema angeht. Die Verbraucherpreise allerdings nur um 1,3 gestiegen. Ich meine, das ist auch schon was, aber da ist eine Riesenlücke. Das heißt, wenn die Erzeugerpreise weiter stark steigen, die Inflation für die, also die Verbraucherpreise in China allerdings nicht, dann heißt das nichts anderes, als dass die Preise nicht an die Kunden weitergegeben werden können. Und das kann mittelfristig zu einem echten Problem für die Unternehmen werden, weil dann sinken die Margen massiv und das bringt dann natürlich Druck auf die Gewinnseite. Müssen wir auf alle Fälle beobachten, ob das Ganze nur temporär ist und damit zusammenhängt, dass man einfach Probleme mit den Lieferketten hat oder ob da was anderes dahinter steckt. Das wird die nächste Zeit auch zeigen. Handelsbilanz in Deutschland, hier haben wir bekommen 15,9, 16,3 Billionen waren erwartet worden. Also das lag ein bisschen unter dem
den Erwartungen. Ansonsten heute aus den USA die Rohöl-Lagerbestände. Wir haben von den APIs gestern auch wieder sinkende Lagerbestände bekommen. Bisschen unter den Erwartungen gewesen, aber es ist wieder weniger gewesen. Heute, wie schon gesagt, 16.30 Uhr gibt es den Blick in Öl und das vielleicht dann das Zünglein an der Waage zu einer möglichen Korrektur. Man muss da vorbereitet sein, deswegen haben wir Öl heute auf der Uhr. Das war's für die Nachrichten. Morgen wird ein ganz, ganz wichtiger Tag. Da ist die EZB, da kriegen wir Inflationsdaten aus den USA. Da müssen wir ganz, ganz gespannt hinschauen. Und das ist auch etwas, ja, da warten tatsächlich die Märkte auch drauf, weil das Thema Inflation ist momentan das Zünglein an der Waage, nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns in Europa. Und da muss man ganz genau hinschauen, was an dieser Stelle entsprechend passiert. Ich sehe gerade hier auch der Manfred Fracht zum Thema Chinas Produktionskosten, Explosion als Gefahr. Ja, hatte ich ja was zu gesagt. Das ist schon irre und das kann eine Gefahr werden. Und zwar richtig, da kann es richtig krachen. Aber schauen wir mal, China ist immer für eine Überraschung gut. Haben wir auf der Uhr das Ganze natürlich im Blick, denn Produktionskosten hin oder her, es ist halt immer die Frage, wird es bezahlt oder nicht, wenn dann irgendwann sozusagen der Grund dafür gefunden ist. Und wenn es nur die Lieferengpässe sind, dann ist das temporär, dann geht es auch relativ schnell zurück, steckt was anderes dahinter, muss man sehen. Dann wird der Markt die Preise machen und wenn es dem Markt irgendwann zu teuer wird, geht die Nachfrage zurück, dann kracht es kurz und danach, ja, belebt sich das Ganze wie neu. Ist immer das gleiche Spiel. Wir haben es entsprechend auf der Uhr. Was wir jetzt auf der Uhr haben, sind natürlich die Charts auch da. Wie gewohnt mache ich das Bildchen gleich auch groß hier. Natürlich, dass es jeder sehen kann. Wir brauchen ja den Blick in die Details sozusagen hier rein. Candola, jawohl, Freunde. Da sprechen wir auch gleich drüber. Zunächst allerdings erstmal der Ölpreis. Candola hatte ich jetzt noch kurz in der Vorbereitung hier auf dem Monatschart mal da. Ich weiß, ja, der Seidel guckt schon wieder auf den Monatschart, aber es ist einfach interessant, was hier unten gerade passiert. Deswegen habe ich hier den Monatschart auf der Uhr, aber gerne gleich dazu ein kleines bisschen mehr. Zunächst der Blick in die Rohstoffe, das heißt zunächst der Blick in das WTI hier an dieser Stelle. Kurzen Augenblick, muss ich nur kurz rüberklicken. So, da haben wir es, XTI, das Kürzel hier. Fürs WTI. Der Blick in die Stunde, den haben wir hier. Aber bevor wir jetzt die Stunde mal en Detail miteinander beleuchten, ist wichtig, dass wir mal in den Tag reinschauen. Und das sehen wir hier im Tag. Wir haben es geschafft, sozusagen aus der leichten Seitwärtsbewegung hier gestern nach oben auszubrechen. Über das alte Jahreshoch drüber, über die Marke von 70 Dollar sind wir jetzt tatsächlich auch angestiegen. Damit ein neues Jahreshoch gemacht. Und der ein oder andere Trader wird sich jetzt fragen, Mensch, wo kann denn der Ölpreis jetzt noch hingehen? Weil wir stehen hier, ja, auf einem relativ hohen Niveau. Wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, da ist nicht wirklich viel zu sehen. Na, hier hinten rein, wenn wir das, was wir hier sehen, mal zurückblicken, da sind wir jetzt im März 2020. Wenn man das Ganze noch ein bisschen enger zusammenrafft, dann sieht man ein bisschen mehr, aber da sieht man auch nur, dass wir hier über ganz, ganz wichtige Hochs aus den Jahren, hier haben wir es gehabt, 2019, beziehungsweise hier drüben, auch 2019, also die beiden Hochs aus dem letzten Jahr, da sind wir solide drüber. Also das hilft jetzt auch nicht wirklich was. Macht man es nochmal ein Stückchen kleiner, dann kommt der Blick nach hinten, denn da haben wir die Hochs aus dem Jahr 2018. Und das ist hier oben eine Marke, die ist tatsächlich jetzt im griffbereiten Bereich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier oben rein, da ist nicht wirklich viel, was noch aufhalten kann. Im langfristigen Bereich können wir hier mal noch sehen, ich mache es mal kurz oben rauf, ich hoffe, man kann es in der Videobesprechung noch erkennen, was ich damit zeigen möchte. Wir sehen es gleich, kurzen Augenblick, schaut mal, hier drüben haben wir aus dem Verlauf nach unten so ein paar, sag ich mal, kleinere Rücksätze gehabt. Und das wäre zum einen mal hier oben dieses Level, so grob gesehen hier oben um die Marke von 72,65 bis 72,70. Und dann hier, Moment, obendrauf haben wir noch einen kleineren gehabt hier. Dieses kurze Rückschnapperchen nach dem ersten kleinen Schub zur Unterseite rein, der Drehbereich um die 75,21. Das ist das, was wir hier haben. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir da sozusagen sehen können, das ist halt der kleine Schwung zur Unterseite rein. Und das haben wir da entsprechend jetzt auf dem Weg nach oben als Anlaufpunkte definitiv mit im Markt liegen.
Das wäre mal das eine. Das andere, jetzt mache ich das Bildchen mal wieder ein bisschen größer, ist die zweite Geschichte, die wir hier machen können. Wenn wir uns einfach mal den Trend anschauen, der hier nach oben läuft, im groben, großen Bereich. Ne? Hier unten drunter trendet es natürlich auch, der Bewegungsarm hin und Bewegungsarm her. Da haben wir diese Überdaumenregel, dass man einfach sagt, okay, das, was aus der Korrektur unten rauskam, kann man locker oben drauf setzen. Das ist so eine grobe, aber wirklich eine schöne grobe Über-den-Daumen-Regel, die immer wieder funktioniert. Ja? Wie bei Über-den-Daumen-Regeln ist es so, man hat nie die Garantien, wobei im Börsenhandel hat man eh nie Garantien. Aber wenn wir es uns mal kurz anschauen wollen hier an dieser Stelle, wenn wir hier mal grob sagen, was war denn die Korrektur zur Unterseite rein? Das war das sozusagen gewesen. Und wenn wir das jetzt einfach mal oben drauf setzen wollen, hier als grüne Phase sozusagen, dann sehen wir schon, dass alleine das Potenzial aus der Korrekturtiefe heraus zu Kursen über die Marke von 78, knapp 79 Dollar auch laufen kann. Da haben wir auch Analysten, die Kurse um diesen Bereich auch schätzen. Es geht ja, bei den Analysten hört man sogar Preise um die 100 US-Dollar. Wir werden sehen, wie es ist. Auf alle Fälle sind wir hier schön zur Oberseite unterwegs. Der Markt ist weiter stark und das, was wir hier oben sehen, sind durchaus Anlaufmarker, die wir zur Oberseite mit raufnehmen können. Also Potenziale haben wir hier definitiv auch da. Und ich zeichne hier oben kurz mal noch die Linie dran hier. Nehmen wir es mal mit drauf. Das heißt hier oben, das ist so knapp, grob gesagt, die Marke von 79 Dollar, die aus der Korrektur heraus ohne weiteres entsprechend erreichbar ist. Das im großen Bilde. So, das ist das große Bild. Jetzt schauen wir allerdings noch auf das kleine Bild, weil es ist ja doch wahrscheinlich, dass wir nach so einem Run, den wir hier haben, schön irgendwann auch mal eine Korrektur sehen. Ja? Und beim Thema der Korrektur schauen wir uns natürlich den untergeordneten Trendverlauf an. Also das ist quasi das, was wir hier Stück für Stück von unten nach oben sehen und das an dieser Stelle zur Oberseite rauf sehen. Ich sehe gerade, wir gucken auf Facebook, da gibt es gerade eine Frage, welcher Markt ist das? Also den Chart, den wir uns jetzt gerade anschauen, das ist XTI, das ist der WTI, also das ist der Ölpreis für die Sorte WTI hier im Chart entsprechend. Und wie schon gesagt, hier, wenn wir uns das letzte Mal angucken, aus der Korrektur, wo wir unten das Low gesehen haben, bei 61,56 rum, ne, auch hier eine wichtige Drehmarke im Markt, sind wir hier natürlich ziemlich stark zur Oberseite rein. Gelaufen. Also der Markt nach oben ist stark unterwegs und das schreit halt irgendwann auch mal nach einem Rücksetzer. Ne? Das ist halt ganz normal. Das ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss. Die Frage ist nur, wenn er kommt, was können wir erwarten? Wo sind planbare Anlaufpunkte? Und da sehen wir natürlich hier allein im Tageschart schon mal hier drüben, das Altjahreshoch ist natürlich hier ein Kaufbereich. Da hat der Markt ein bisschen immer mal getestet hier in diesem Bereich, bevor wir dann oben reingeschoben sind. Aber genau sehen kann man das schön im Stundenchartverlauf. Deswegen raffen wir hier mal den Stundenchart ein kleines bisschen zusammen und schauen uns das Ganze mal im Trendverlauf an. Als wir hier unten gekommen sind, schaut, das war das Tagestief, beziehungsweise das Korrekturtief hier unten, 61,65. Und schaut, hier sind wir schön trendig, definitiv nach oben gelaufen. Und hier sehen wir halt auch das letzte hier, das ist quasi mal der höhere Zeitrahmen. Und das, was wir hier nach oben schlängeln sehen, das ist sozusagen der trendige Verlauf, den wir hier entsprechend haben. Und da sehen wir halt jetzt an dieser Stelle auch, jetzt kann ich das Bild ein bisschen größer machen, dass wir hier zwei Marker haben, die für uns wichtig sind. Das erste wäre natürlich, wie ich das gerade auch gesagt hatte, hier oben der Sprung, die Fortsetzung der Dynamik oben rauf bis knapp unter die 70-Dollar-Marke. Da ging es dann gestern sozusagen schön zur Oberseite rauf. Haben wir nochmal getestet, deswegen hier das kleine Zwischentief des Bewegungsarms hier und dann ging es rauf, hier im Hoch, im Tageshoch haben wir aktuell die 70,61 oben liegen. Und jetzt ist die große Frage, wann kommt es zur Korrektur und was werden wir denn für eine Korrektur sehen? Und hier spielt halt auch wieder der Markt für zwei Tradergruppen eine große, große Rolle. Für die ganz kurzfristigen Trader heißt es jetzt an dieser Stelle ganz klar, wir müssen schauen, was macht der Markt denn hier unten? Ne? Das heißt, sollten wir tatsächlich vom Tageshoch hier runterkommen und unter die Marke von 70 Dollar wieder zurückfallen, hieße das im Umkehrschluss, dass der Markt ja in die Korrektur reingeht. Das heißt, dann wird zunächst erstmal dieser Kurs Rally zwischen 68, 46 und hier oben der Marke von über 70 Dollar
korrigiert und das ist für die kurzfristigen Intraday-Trader durchaus interessant. Das schauen wir uns gleich auch noch in den kleineren Zeiteinheiten an. Wenn es dann auch noch zu einem größeren Rücksetzer kommt, dann wird das Ganze vielleicht für den ein oder anderen Swing-Trader interessant, der sich sagt, der Korrekturarm auf der größeren Ebene, hier, wenn ich das nochmal reinmache, also hier, das ist der Arm nach oben hin, der ist jetzt so weit gelaufen, der kann auch mal ein Stück weit tiefer korrigieren. Ich zeige euch das mal ganz kurz, was ich damit meine. Ich mache hier gerade wieder den Entry-Bar mal rein. Da haben wir hier schon die Situation, dass man sagt, okay, wenn es zur Korrektur kommt, hat die Korrektur ja Luft unten rein bis hier unten ans Zwischenlow bei 65,24. Und dieses Potenzial ist durchaus da. Das heißt, kommt es hier oben tatsächlich zur Umkehr und zum nachhaltigen Bruch der 70-Dollar-Marke, wäre der erste Anlaufpunkt mal bezogen auf diesen Aufwärtstrend, den wir hier oben haben. Ich skizziere euch das einfach mal kurz ein hier. Natürlich das Zwischentief, aber das Zwischentief hat natürlich auch noch hier den schönen Weg zur Oberseite rauf. Und das ist das, was jetzt wirklich interessant wird. Also hier schaut, ich skizziere es einfach mal hoch. Das ist der trendige Verlauf, den wir hier sehen mit den steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Also grob skizziert das Ganze natürlich immer nur. Und jetzt sind wir hier hochgelaufen. Das heißt, in kurzfristigen, für den Intraday-Bereich wird dieser Arm hier eine Rolle spielen. Für den mittelfristigen Bereich sollten wir hier unter die 68,46 fallen, heißt das, dann ist der Bewegungsarm, der Trend hier gebrochen und wir sollten etwas tiefere Korrekturlevel sehen. Die, die dann in Frage kommen, sind relativ schnell auch aufgezeichnet. Das heißt hier natürlich, hier der Schwungbereich ist ganz klar. Wir haben hier unten noch diesen ganz kleinen Lupfer, unten drunter hier bei ungefähr 68, was haben wir hier drinnen liegen? Wartet mal, wir machen es kurz raus. Hier, ich ziehe es mal hoch. Hier, dieses kleine Zwischentief hier an dieser Stelle, grob die 68,17, die sind da und dann können wir uns schön an den Zwinglos hier orientieren im längeren Bereich. Das heißt hier die 67,45, dann haben wir hier unten die 66,15 und dann kurz über dem Zwischentief hier noch das Level bei 65,45. Also das sind quasi die Anlaufpunkte, sollten wir hier eine tiefere Korrektur bekommen, die etwas ausdauernder laufen kann. Jetzt noch zum kurzfristigen Bereich. Das ist ja das, was gerade die Daytrader interessiert, beziehungsweise diejenigen, die Zeit haben, sowas entsprechend auch zu traden. Da werfen wir jetzt quasi den Fokus auf den letzten Bewegungsschub hier zur Oberseite rein. Und was wir hier sehen, ist natürlich auch ganz klar, schaut mal hier, das ist das Ganze, der ganze trendige Verlauf zur Oberseite rein. Was wir auch sehen hier, im Kleinsten trendet das schon zur Unterseite rein. Ne? Das ist hier ziemlich offensichtlich, dass wir das sehen, hier unten rein. Aber für uns jetzt wichtig ist, was passiert hier in diesem Level, hier unten drunter. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, denn diese Marke ist im kleinsten Bereich ein Support-Level. Wartet kurz einen Augenblick, ich ziehe mal kurz eine Linie drauf. Also hier sollten wir hier tatsächlich unten drunter fallen. Unter die 70,18 $ sehen wir schon im kleinsten. Da ist das, was wir hier nach oben laufen haben, dieser Trend erstmal aus dem Markt entsprechend rausgenommen. Und wenn das dann passiert, dann kommt es wirklich relativ flott dazu, dass man das erwarten kann hier. Nächstes Zwischentief an dieser Stelle. Wartet mal, mal kurz gucken, ob wir hier die Linien reinbekommen. Kurzen Augenblick. So, damit wir es unterscheiden können. Also, was brauchen wir? Die Zwischenziele. Hier, schaut mal, das Zwischenlow hier im Kurzfristbereich. Grob die, was haben wir hier liegen? Die 94, das glaube ich. Die 69,94. Jawohl. Mal gucken, ob ich es rangezogen bekomme. Hier, also dort oben rauf. Nächster Anlaufpunkt wäre dann definitiv mal dieser Schwungbereich hier in diesem Drehlevel. Und da sehen wir halt auch, dass das nicht nur so ein einfacher Schwungbereich ist, sondern dass wir hier, wenn wir diesen Bereich auch mal annehmen wollen, dass das hier schon ein Level ist, wo man hier auch, sag ich mal, Markterfahrung mit drin hat. Also hier liegen die Tiefs relativ eng aneinander und das kann dann auch ohne Probleme dazu führen, dass es hier so einen relativ starken Rutsch zur Unterseite gibt. Das heißt hier, wenn es oben durchläuft und wir hier
unter die 69,94 fallen, haben wir hier die 69,58, 54 und dann relativ schnell schon wieder dran die 69,39. Also da könnte es durchaus mal flott hingehen im Rahmen der Korrektur und das könnten die kurzfristigen Trader sich durchaus für die Setups auf die Uhr auch liegen. Zumindest hier, wenn wir unter diesen Aufhaltsbereich fallen, dann könnte hier mal ein Rückschnapper einsetzen. Im großen Bild wäre das alles überhaupt kein Problem, aber hier haben wir natürlich die Chancen und das ist dann der Korrekturhandel. Ja, und warum das Ganze nicht auch mal mit aufnehmen? Also das, der Blick in das WTI an dieser Stelle und das, ja, haben wir jetzt miteinander sozusagen besprochen. Und was wir jetzt machen nach dem WTI ist, ihr habt es ja vor uns schon gesehen, ich hatte den Chart noch offen vom Kan-Dollar. Das war ein sehr, sehr interessanter Blick, den ich dort an dieser Stelle gesehen habe. Das heißt hier, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo haben wir ihn? Den kanadischen Dollar, hier haben wir US-Dollar, Kan-Dollar. Das ist natürlich hier an dieser Stelle der Blick rein, recht interessant, auf der Monatsbasis. Ne? Ich bin mit Absicht jetzt hier mal in dem großen Bild auch hängen geblieben, weil wir hier natürlich in eine ziemliche, sag ich mal, langlaufende Bewegung nach unten reingelaufen sind und wir dann natürlich irgendwann mal die Situation haben, dass der Markt durchaus zurückschnappen kann und das Level, was wir hier hatten, der ein oder andere mag sich daran erinnern, als wir das neulich besprochen hatten in der größeren Analyse. Der Bereich, in dem wir hier stehen, der ist schon relativ interessant und der hat halt auch in der Vergangenheit immer mal dazu geführt, dass es nachhaltige Käufe zur Oberseite reinkommt. Ne? Das haben wir hier drüben gesehen in 2015, das haben wir hier gesehen im Jahr 2017 und hier rutscht der Markt nicht einfach so unten drunter und das könnte durchaus ein Anzeichen dafür sein, dass wir zunächst so wenigstens erstmal so ein bisschen Erholungstendenz bekommen. Und da wir uns hier einen Monatschart anschauen, können wir durchaus auf Wochen- oder 4-Stunden-Basis mal einen Rückschnapper nach oben hin traden, der das Potenzial an dieser Stelle auch hat. Wichtig ist halt, an dieser Stelle eins zu sagen, hier unten, wir haben um die Marke von 1,20 ein ziemlich starkes Support-Level auf Monatsbasis gesehen. Ne? Da ging es im Mai ging's ran, aber nicht drunter und hier jetzt im Juni sind wir auch aufgesetzt, aber fallen nicht drunter. Und solange der Markt über dieser Marke bleibt, hat er die Chance, zur Oberseite raufzulaufen. Fällt er unten drunter, gut, dann ist der Weg nach unten hin schon mal relativ tief. Ja, also das, was wir hier sehen, klar, die Rückschnapper hier unten auf die 1,1907 sind da, aber das ist alles so stark eng, das muss nicht für Nachhaltiges führen, aber wenn das alles nicht hält, ist der nächste Anlaufpunkt ziemlich weit weg, den haben wir hier unten dann um die Marke von 1,1228, da ist viel Luft zur Unterseite rein, wie schon gesagt, das haben wir da, aber es würde mich nicht wundern, wenn es vor einem starken Rutsch erstmal ein bisschen was zur Oberseite gibt und da kommen wir wiederum jetzt mal in den Tageschart rein, um hier mal eine Idee daraus zu bauen, was hier entsprechend passieren kann. Und was wir hier sehen, ist halt aktuell die Situation, dass wir obendrauf, Moment, da hole ich mir mal hier das Kästchen runter. Schaut mal hier, wir haben hier oben in diesem Bereich um die Marke von, Moment, auch das oben rauf, so, hier oben, der Drehbereich um die, ich sag mal 1,2140 rum, dass der Markt dort immer wieder dran läuft, aber noch nicht sozusagen drüber kommt. Also wir haben hier eine ganz, ganz klassische, seit einer ganzen Weile laufenden Seitwärtsbewegung und wenn das so ein Inhalten, so eine Bodenbildungsphase ist, dann haben wir durchaus die Chance, hier ein Stück weit nach oben zu laufen. Das heißt, dass der Markt tatsächlich die Oberseite annimmt, oben drüber rausbricht und wir dann sozusagen ein bisschen Gegenbewegung sehen können in Richtung dieses starken Bewegungsarms nach unten. Wir haben ja gerade den Monatschart gesehen. Schaut mal, das ist hier einfach all das, was zur Unterseite reingeht. Und wenn wir uns das Trendige mal anschauen, also das heißt von hier oben die Marke von 1,2650 bis unten rein zum Tief um die 1,20, dann sehen wir halt schon, wenn der Ausbruch kommt, dann haben wir durchaus auch die Chance, ein Stück weit oben reinzulaufen. Und was sind wichtige Anlaufpunkte? Ganz klar, die Zwischenhochs, und die haben wir hier liegen, um die grob 1,22. Das wäre mal das erste. Und den zweiten Anlaufbereich hier hätten wir knapp unter diesem Ausbruchsbereich hier oben, hier
um die Marke von 1,23. Hier das Hoch haben wir bei 1,2353. Das sollten wir dort auf der Uhr haben. Das wäre durchaus ein kleiner Rückschnapper kurzfristigerweise hier. Was heißt kurzfristigerweise? Ist schon ein Stückchen Weg. Also wenn das kommt, dann dürfte das auch ein bisschen andauern. Aber das sollte man dort durchaus auf der Uhr mit haben. Ansonsten diejenigen, die diesen, ja sag ich mal, lahmen Markt im kurzfristigen Bereich traden wollen, die schauen einfach mal in den kleineren Chart rein hier in die 4 Stunden, denn da haben wir oben den Deckel, unten hier um die 1,2056, ja, einen kleinen Haltebereich hier, einen kleinen Drehbereich, und da kommt es doch durchaus immer mal so ein bisschen zu Dynamik zur Ober- oder Unterseite, und wer sich das im kleinen Bereich auch anschauen möchte, sieht das hier an dieser Stelle, ne? Der Aufschub oben drauf, jetzt haben wir hier an dieser Stelle so von der Korrektur her eine kleine Flagge hier oben drinnen liegen, das heißt aus diesem Aufschub hier, den wir von unten nach oben gesehen haben, flaggt der Markt, das ist ein Zeichen, wenn es drüber geht, haben wir Chancen hier die 1,2141 aufzunehmen, und wenn dann fliegt, dann haben wir wirklich die Chancen, nächster Anlaufpunkt 1,22,045. Also wir müssen sehen, wie sich die Phase auflöst, aber wenn sie sich dann irgendwann mal positiv auflöst, dann haben wir doch schon ein Stückchen Potenzial zur Oberseite rein, und das ist durchaus gut für den einen oder anderen Trade zur Oberseite rein. Das haben wir auf alle Fälle jetzt auch auf der Uhr, auf der Watchlist in diesem Bereich, und wo wir gerade beim Bereich der Währungen auch sind, schauen wir uns gleich nochmal den, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo wir ihn haben, hier Euro-US-Dollar an. Den brauchen wir natürlich auch immer auf der Uhr. Bitte beim Euro-US-Dollar auf der Uhr haben, dass wir hier, da oben ist er, dass wir hier morgen EZB-Sitzung haben. Ja? Und wir sehen es halt, der Markt ist oben ein bisschen gedeckelt, ein bisschen angeschlagen. Und wenn wir es mal so sehen, der Trend, den wir hier drinnen haben, der aktuelle im kleineren Zeitrahmen, der ist halt abwärts gerichtet. Ne? Und wir sehen jetzt hier die Korrektur des Ganzen und das Verharren so ein bisschen in dem Schwungbereich um die 1,2180, 1,2190 bis hoch zur 22. Im Kontext dieses Abwärtstrends, der hier im kleinen läuft, also das hier sozusagen, sehen wir hier halt diesen Aufwärtstrend zur Oberseite, und da ist es jetzt aus jetziger Sicht halt interessant, Nummer 1 hier oben Trendfortsetzung, dann haben wir schon die Chancen, zunächst mal hier oben ein bisschen weit reinzulaufen auf die kleinen Zwischenhighs, die wir hier haben, hier 1,22 knapp 19, beziehungsweise wenn es zu einem deutlichen Schub kommt, auch wieder hinter der Marke oder auf die Marke 1,2250, 53 zurück, haben wir schon da. Im kleineren allerdings, wenn wir hier den Korrekturarm mal sehen, also das, was hier oben rein jetzt läuft, also aus diesem Arm sozusagen raus, Moment, dass wir das hier haben, das ist schon dann interessant zu sehen, dass wir hier, schaut, das ist der Bewegungs-, der Korrekturarm, und wenn wir hier sehen, dass der zu Ende geht, das heißt, dass wir hier aus dieser kleinen Konstellation, dieses kleine Dreieck, was sich hier bildet, den Markt zur Unterseite laufen sehen, das wäre dann quasi hier unter diesem Level hier, das wäre der Start wieder eines kleineren Abwärtstrends, und der fließt dann in diesen rein, und das wäre dann halt dann, dass sich der Markt hier auch wieder rot einfärbt, das heißt hier sowas, wie wir hier sehen, das wäre der Bewegungsarm, dessen nächstes Ziel wäre dann mal hier das Zwischentief um die 1,2104, beziehungsweise Anlaufpunkte zwischendrin haben wir natürlich auch hier auf dem Weg nach unten hin, hier die 1,21 knapp 45, die haben wir auf alle Fälle mit auf der Uhr, die brauchen wir da, und das ist das, was wir hier nach unten hin planen können. Also interessant, was hier passiert. Kurzfristig, das Tief ist wichtig, 1,21 knapp 65, beziehungsweise hier oben das Hoch um die Marke von 1,22. Da haben wir den Schwungbereich. Wenn dieses Dreieck hier allerdings nach unten aufgelöst wird, also bärisch, haben wir die Chance für diejenigen, die den Markt in Richtung dieses Trends traden möchten, hier den Abwärtstrend wieder aufzunehmen und erstmal gen 1,21 zu laufen. Aber wie schon gesagt, morgen ist hier die EZB dran. Und dann kann entsprechend alles passieren. Also auch der Rutsch nach unten ist nicht ausgeschlossen. Eine Rallye-Fortsetzung zur Oberseite hin definitiv auch auf der Uhr. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Die Zinsschraube ist natürlich ein Thema, die hier keine Rolle spielt momentan bei der EZB. Aber es ist halt das Thema Anleihekäufe da. Es ist das Thema Inflationsentwicklung dabei. Also eine Menge Daten, die wir hier auf der Uhr haben können. Das sollte man definitiv mit im Blick haben. Und zum Thema mit im Blick haben, gucken wir jetzt nochmal ganz kurz auf den deutschen Leitindex hier, den DAX.
der verharrt weiterhin auf relativ hohem Niveau. Die IFO-Daten waren gestern nicht ganz so schön. Auch die Konjunkturausblick, der Konjunkturausblick sozusagen, der ist nicht ganz so gewesen, wie sich das die Analysten auch vorgestellt haben. Dann hat man mit etwas mehr Optimismus gerechnet. Dem DAX ist es jetzt sozusagen nicht so schlimm gekommen. Ja, wir sind auf relativ hohem Niveau und auch der Bereich, in dem wir hier momentan stehen, also dieses Level hier um die Marke von 15.650 Punkte rum, ist momentan ein schönes Haltelevel, was wir hier haben. Aber wir müssen einfach sehen, sollte es doch wegbrechen, dann haben wir Korrektur zur Unterseite hin. Aber die Marken, die wir hier im Anlaufbereich haben, sind auch planbar und wir können ja ohne weiteres auch hier, wenn ich mal den Zeitrahmen reinmache, schaut mal, das ist der größere Zeitrahmen und hier der Entry Bar, der hat sich ein bisschen am Rand versteckt. Schaut mal, wir können hier in der Korrektur ohne weiteres nach unten laufen und ob es tatsächlich in die tiefere Korrektur reingeht oder nicht, sehen wir, wenn die Preise hier unter die 15.650 fallen. Wenn ja, haben wir ein paar Ziele hier um die 15.610 am Zwischentief, hier das Zwischentief 15.580 und dann der Weg nach unten hin natürlich da um die 15.474. Die Marker sind da, die sind weiterhin aktiv, da müssen wir nichts dran machen. Jetzt ist halt wirklich die Frage, was passiert hier? Und wenn ich da den kleineren Zeitrahmen mal anmache, dann sehen wir es schon hier, so ein bisschen Unentschlossenheit ist natürlich da. Jetzt haben wir gerade auch die Handelseröffnung hier um 9 Uhr. Also es bleibt sehr, sehr interessant, das Ganze zu sehen. Und wenn wir drunter rutschen, dann könnte es doch mal flott ein bisschen tiefer gehen. Aber das ist dann alles nur Korrektur. Nur für die kurzfristigen Händler natürlich immer schön ein gefundenes Fressen. Und wer sich das entsprechend hier mal anschauen möchte und im ganz, ganz kurzfristigen Bereich traden möchte, hier sage ich beispielsweise 5-Minuten-Chart oder gerne auch der Minuten-Chart, wenn es ganz kurzfristig sein soll. Da sehen wir es halt auch, wenn dieses Level hier unten drunter tatsächlich fällt, dann setzt sich dieser Abwärtstrend, der hier da ist, nach unten fort. Also hier das, was wir hier sehen. Und das wäre dann mal der Weg zunächst wenigstens frei hier unten rein bis in die 15.610 Punkte Marke. In den kleinsten Zeiteinheiten bitte nicht zu gierig werden. Wir sehen, der Markt kann auch mal ziemlich schnell rumdrehen, wenn man mal die Entfernung hier entsprechend sehen. Ne? Es kann mal flott in die eine Richtung gehen, aber dann kommt der Markt auch häufig ziemlich stark zurück. Und das wird interessant zu sehen sein. Also heute ein Tag mit relativ wenigen Nachrichten, heute Nachmittag der Ölpreis, aber ein paar interessante Handelsansätze haben wir definitiv da. Das heißt, an dieser Stelle haben wir keine weiteren Fragen. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen, danke auch für die Likes. Wer es noch nicht getan hat, jetzt gleich mal noch auf den Like-Knopf drücken und dann meine Bitte, planen Sie den Trade, traden Sie den Plan und bis morgen erfolgreiches Trading um 8.30 Uhr sehen wir uns dann entsprechend wieder. Bis dahin alles Gute und ja, tschüss.